Kann man zu zweit Jumma machen? Nein. Die Mindestanzahl für Jumma sind wie viele Leute? 3 Leute. Aber wenn du von deiner Seite aus alles versucht hast und die lassen dich nicht gehen, das ist hier eine Situation, wo du eine Entschuldigung haben könntest. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber natürlich, es gibt Tage und Tage. An den Tagen, wo du gehen kannst, gehst du auch immer bi'idhnillah ta'ala.